Vorerst scheint sich die aufgeheizte Lage im Nahen Osten nicht, wie zunächst befürchtet wurde, zuzuspitzen. Nach der Tötung der Nummer 2 der Hamas-Terroristen in der libanesischen Hauptstadt Beirut gab es zwar an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel Gefechte. Dabei starben mindestens 9 Kämpfer der radikal-islamischen Hezbollah-Miliz. In seiner mit Spannung erwarteten Rede gab Hezbollah-Chef Nasrallah Israel klar die Schuld an dem Tod des verbündeten Hamas-Terroristen, kündigte trotz Warnungen aber erstmal keine Gegenreaktion an. Wegen der sich zuspitzenden Situation im Libanon fordert das Auswärtige Amt alle deutschen Staatsbürger auf, das krisengeschüttelte Land rasch zu verlassen. Hier in den Vororten Beiruts sind sie zusammengekommen, bejubeln die Rede von Hezbollah-Chef Hassan Nasrallah. Nach dem Attentat auf den Vizeleiter des Politbüros der Hamas, Saleh al-Aruri in Beirut, findet der Hezbollah-Chef in seiner Fernsehansprache klare Worte, warnt Israel. Wenn der Feind Israel daran denkt, einen Krieg gegen den Libanon zu führen, werden wir ohne Hemmungen, ohne Regeln, ohne Grenzen und ohne Einschränkungen kämpfen. Sie wissen, was wir meinen. Sollte der Konflikt, der mit der Hamas verbündeten Hezbollah eskalieren, droht Israel ein Zwei-Fronten-Krieg. Bereits am Mittwoch starteten Raketen aus dem Libanon Richtung Israel. Bei Gegenschlägen wurden 9 Mitglieder der Hezbollah getötet. Die israelischen Truppen an der Grenze zum Libanon sind für weitere Eskalationen gewappnet. Meinem Eindruck nach sind wir im Norden in sehr hoher Bereitschaft. Ich bin hier oft zu Besuch. Ich denke, unsere Bereitschaft ist auf ihrem Höhepunkt. Die Regierung in Beirut fürchtet derweil eine mögliche Ausweitung des Konflikts, rief westliche Staaten dazu auf, Druck auszuüben, damit Israel seine Aktivitäten in Gaza und dem Libanon einstellt. Doch Experten bezweifeln, ob die Hezbollah überhaupt bereit wäre, einen Krieg mit Israel zu führen. Ich zweifle, dass die Hezbollah eine große Akt gegen Israel initiieren will. Das sind sehr tiefe Kluften zwischen die schiitische Hezbollah und die sunnitische Hamas. Und die Hezbollah will nicht, dass Beirut und die Städte im Süd-Libanon genau wie Gaza jetzt aussehen werden. Das Auswärtige Amt warnt derweil vor Reisen in den Libanon und hat alle deutschen Staatsbürger umgehend zur Ausreise aufgefordert. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.